Die Weihnachtsmärkte. Ein Stück Normalität in Zeichen, die nach den Corona-bedingten Einschränkungen und Verboten schon wieder alles andere als normal sind. Denn jetzt schauen einige wegen der Inflation vielleicht einmal mehr ins Portemonnaie, bevor es an den Stand geht. Und die Händler versuchen, so viel Strom und Gas zu sparen, wie es nur möglich ist. Hubert Wiederwald war in Köln und Umgebung unterwegs. Es ist ein bisschen so wie immer. Endlich. Weihnachtsschmuck, süße Sachen und natürlich Glühwein. Und dieses so wie immer zieht, jedenfalls auf dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Eulenbruch im Bergischen Land. Die Besucher drängen sich auf dem Schlossgelände. Zwei Corona-Winter war genau das nicht möglich. Jetzt geht es wieder. Ich glaube, wir sind alle vielfach geimpft und sind einfach froh, dass wir die Zeit unbeschwert für uns genießen können. Das heißt nicht, dass man an die Krise und die Dinge, die jetzt gerade so in der Welt passieren, nicht denkt. Aber es ist auch gut, mal eine Zeit zu haben, wo man das ausblenden kann. Auszeit von der Krise. Weihnachtsmärkte wie auf Schloss Eulenbruch sind dafür offenbar ein guter Ort. Als Schutz vor der Corona-Pandemie haben die Organisatoren das Gelände vergrößert. Egal, spätestens wenn der Sänger davon singt, eine Adventskerze zu sein, stehen alle dicht beieinander und stimmen mit ein. Gesungen wird auch auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom. Der Markt ist seit mehr als einer Woche offen. Und die Menschen kommen. Auch die Touristen sind wieder da. Möchten Sie mal probieren, frisch aus dem Ofen? Claudia Korn verkauft hier seit 27 Jahren ihren Domspekulatius. Und die vergangenen zwei Jahre waren schlimm für sie. 2020 fand der Markt wegen Corona gar nicht statt, im vergangenen Jahr nur mit Zugangskontrollen und Masken. Ein Minusgeschäft. Aber dieses Jahr sei es wie früher. Wir haben wirklich das Gefühl, dass die Menschen in Kauflaune sind, was erleben möchten, rausgehen. Es wirklich auch genießen, draußen zu sein und einfach mal wieder draußen, einfach auch tatsächlich sich in der Menschenmenge aufzuhalten. Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist voll. Trotz Krise. Nur wenige tragen hier Masken. Die Inflation schlägt vor allem beim Glühwein durch. Ein Becher kostet hier 4,50 Euro, 50 Cent mehr als im letzten Jahr. Getrunken wird dennoch. Wenn man hierher geht, dann denkt man ja nicht an die Griechen. Dann werden wir einen Kopf frei bekommen. Durch den ganzen Trubel hier macht man sich da gar keine Gedanken und genießt die Zeit hier mit den Freunden. Zufluchtsort Weihnachtsmarkt. Mit dem einfachen Versprechen, hier ist es wie immer.